Glück auf und willkommen zurück zu Minecraft, ja. Ach, der Mangroven ist... Die sollen doch eigentlich gar nicht so groß wachsen, wenn sie auf normalem... Auf normalem Dingens gedeihen, also nicht im Wasser gedeihen. War zumindest so mein Wissen dahingehend. Aber anscheinend ist mein Wissen falsch. Auch schön. Gut, dann wächst erstmal du hier heran. Weil willst du mich verarschen oder was? Das klappt hier. Schön. Erstmal kommt hier das Zeug hier schön hin. Nicht dahin, sondern hierhin. Dann darfst du auch schon mal wachsen. Das war vielleicht ein bisschen zu nah, ne? Scheiße. Und eben einfach nochmal. Ein bisschen die Fichte trennen von dem anderen Baum. Dann ziehe ich die vielleicht doch nochmal ein Stück rüber. Man macht das quasi nicht hier hin, sondern einfach ein bisschen weiter rüber. Ungefähr so rüber hier. Huch, das war ein bisschen zu weit. Machen wir es einfach hier. Ach. Shit. Machen wir es einfach so schön hierher. Leiste. Damit sich auch nichts beißt. Wäre sonst echt ein bisschen doof. Gut, dann kommt jetzt hier wieder normale Erde hin. Und dann... Ach, das war wieder doof. Hier soll ja normale Erde hin und keine andere. Dann machen wir jetzt einfach hier. Hä? Die Saplings, wo sind denn die hin? Bin ich jetzt gerade ganz behindert? Warum willst du nicht wachsen? Oder wachsen die bloß in ihrer Viererkonstruktion? Muss ich jetzt nicht verstehen? So, du sollst, wenn möglichst, nur klein wachsen. Will er partout nicht, okay, gut. Dann gewinnen wir einfach noch ein bisschen extra Holz. Oh, geh weg. Ich weiß zumindest, dass es diese Konfiguration gibt, wo er quasi nur normal wächst. Ich habe keinen Platz mehr da. Alter. Das kann ich wegschmeißen. Ich brauche eigentlich alles davon gerade. Habe ich hier irgendwo eine Kiste rumstehen? Nee, ne? Warte mal. Die Wurzeln brauche ich eigentlich nicht, aber... Ach komm. Wir haben zwar eigentlich schon ein Crafting Table hier, aber bumm. Was wir haben, das Hanwar. Hanwar, Alter. Hanwar. Ich jetzt hier einen tiefer den Bau. Ja, klappt nicht, weil der Stein ist. Dann wird es sogar noch größer. Egal. Hier ist so eine Art Baumzucht. Das heißt, das passt schon. Er ist zwar echt gigantisch groß. Eventuell kann man dann da noch hier irgendwo eine Birke hinpflanzen. Aber wo sind denn jetzt eigentlich meine Fichten hin? Das würde mich mal sehr interessieren. Wo ist denn die Fichte jetzt eigentlich abgeblieben? Der ist echt zu groß, ne? Der ist viel zu groß. Das heißt, der muss noch mal ganz kurz... Noch einmal muss er gefällt werden. Es gab doch die Möglichkeit, die auch klein zu pflanzen.
Das weiß ich doch. Die gibt's ja auch in klein. Der will partout nicht klein wachsen, ne? Da ist da echt kein Bock drauf. Aber gut, das ist mal noch alles im Rahmen hier. Müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen die Trennung da hervorheben. Dass das Eichenlaub und das hier getrennt ist. Wegen Abbauen und so. Aber ich muss noch. Wo ist denn die Fichte hin? Ich muss wieder mal ein bisschen Scheiß abladen. Wartet mal. Das ist alles. Wobei, nochmal ganz schnell könnte ich theoretisch die Wege verbinden. Und wir machen es einfach ganz, ganz clever. Wenn das ja auch alles. Hier optisch auch reinpasst. Machen wir jetzt einfach hier künstlich. Warte mal. Ganz, ganz künstlich. Einfach das so hier hin, weißt du? Ist der Baum zwar theoretisch viel zu groß. Der könnte eigentlich so gar nicht stehen in der echten Welt. Aber wenigstens passt es dann besser hier rein. In das Areal, wie ich es gezogen habe. Und nicht anders. So, ich muss nochmal ganz kurz ins Lager zurück. Ich brauche nochmal ein bisschen. Erstens Knochenmehl und zweitens nochmal ein paar Schwarzeichen. Aber ich dachte, es gäbe auch Schwarzeichen, die nur einen breit waren. Also einmal eins Bäume quasi. Aber anscheinend gibt es die nicht, okay. Verstehe, verstehe. Gut, erstmal das ganze Mangrovenzeug ablegen. Wo hat man es denn? Hat man hier. Schön, haben wir wieder ein bisschen was davon. Die ganzen Gedönse, ne? Ja, bald wird es halt ziemlich voll, ne? Mit dem Scheiß. So, du kommst da rein. Ich brauche nochmal Schwarzeiche, nochmal drei Stück. Und nochmal einen davon. Dann benötige ich nochmal etwas Mehl der Knoch. Genau, die habe ich jetzt auch schon gebaut, genau. Die holt die ganzen Hölzer, warte mal. Das kommt hier rein. Noch mehr abgebaut? Nee, ne? Die Trapdoors, die können nochmal schnell weggeräumt werden. Wenn wir schon einmal hier im Lager sind, dann kommen die auch dahin, wo sie hingehören. Und zwar hier rein. Ein paar davon kann ich schon mal aussortieren, dass mir wieder mal ein bisschen Platz ist. Der Rest, das Glas braucht auch gerade kein Schwein mehr dabei, ne? Die Glasscheiben. Und es wird erneut dunkel. Ich könnte nochmal schnell, bevor es ganz dunkel wird, einfach. Theoretisch müsste man dafür noch schon genügend Level haben. Und zwar, um die Axt noch einmal wieder herzustellen. Vollständiger halber. Amboss, du bist gefragt. Also, der ist sogar schon beschädigt. Und der ist sogar schon kaputt. Ich muss bald mal einen Amboss bauen. Ach, toll. Hoffentlich ist da überhaupt noch genügend Eisen da. Das wird ja eher so die Frage sein. Wie baut man nochmal einen Amboss? Mit Eisenblöcken. Amboss. Oben Eisenblöcke und unten eine normale Bach. Normale Barren. Ach Gott, die Gott. Ich brauche mal ein bisschen Eisen. Ich weiß nicht, ob ich noch genügend für drei Blöcke habe. Weil so viel war es, glaube ich, nicht mehr. Ach ja, Metalle sind ja jetzt hier drin. Tür zu, okay. Denn so ein Amboss ist eigentlich schon ziemlich praktisch. Ja, ich habe jetzt noch eine Mod installiert, die heißt quasi no increasing craft repair cost, dass man immer dieselben repair costs quasi hat.
Der ein oder andere könnte das als Cheaten anerkennen, ich aber nicht. Denn das mit den steigenden Kosten ist einfach nur dumm. So, neuer Amboss. Der Boss am Amboss, genau. Das Eis kommt wieder dahin, wo es hin soll. Und zwar schön hier rein. Ja, bald müssen wir auch noch mal neues Eisen holen gehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das hat wohl bald noch etwas Priorität. Alter, warte, wo ist mein Pogen? Haha, kannst dich reihen, wa? Na, du kleiner alter Stricher, du. Noch mehr von euch? Sehr wahrscheinlich nicht. Der Besuch war wieder da. Und die gaben sogar mal wieder 2 Level. Schön. Ja, diese ständig steigenden Kosten für das Wiederherstellen von Werkzeug ist einfach nur dumm. Also einfach um das Spiel künstlich quasi schwieriger zu machen, was einfach nur doof ist. Also objektiv gesehen einfach nur Bullshit. Das Spiel ist ein Klötze-Bauspiel, weißt du? So, eine Schwarzeiche, die sich perfekt damit deckt, leider. Und dann noch eine Fichte, komm. Bist leider zu klein gewachsen, ne? Das heißt, du musst noch mal ganz kurz weg. Ah, hier will wieder das Zeug nicht quasi... Shit. Komme ich hier da ran? Ja, komme ich. Schon besser. Ist zwar jetzt auch ziemlich klein, aber wenigstens kann man die Wege noch erkennen. Also hier noch schön die Wege. Da ist quasi schon der Verbund schon geschaffen. Das war doof. Wenn ich dann hier so die... Dann muss... Kann da eventuell noch was hin? Und zwar hier... Da noch so eine kleine Bepflanzung. Was man dann dahin macht. Man könnte, glaube ich, Tropenholz hier noch anpflanzen eventuell. Eventuell, ne? Ist alles kein Muss, aber man könnte, dann kann man noch hier theoretisch. Jetzt fehlt mir natürlich die Mauern, ne? Dass man da vernünftige Laternen quasi noch hinpflanzt. Ich, ja, warte mal. Zurück ins Lager. Zurück in das Lager. Ich könnte auch mal zwischendrin. Genau, ich wollte ja mal gucken, wie das Oxidieren des Kupfers so heranschreitet, bevor ich jetzt nochmal da ganz gekonnt dran weiter rumtüftel. Das ist mir ja schon so ein kleines Anliegen, das mal zu sehen. Und dann könnte man auch nochmal theoretisch nochmal runterschauen in die Mobfarm. Weil mit nur 2 Level ist es echt ein bisschen nicht so geil. So, auch hier ist doch schon alles gut im Gange, ne? Das ist sogar schon oxidiert. Das ist schon die höchste Grünstufe. Das müsste sogar schon die höchste Grünstufe sein. Sehr schön. Jetzt kann man theoretisch das sogar wieder herstellen. Aber das ist ja, das soll ja quasi auch oxidieren. Das ist ja der Sinn dahinter hier. Hier im Design zumindest. Dass das auch aussieht wie so ein alter Aufstieg, der selten mal gewartet wird, weißt du. Ja, hier ist das schon allerhand reges Treiben. Man kann es halt schlecht sehen durch das Glas.
in der Crafting Table, da kommt ja auch mal weg. Der war ja schon Ewigkeiten lang da. Das heißt, da muss irgendwann mal weg. Irgendwann muss halt alles mal weg. Auch wir müssen irgendwann mal weg. Das gilt für jeden von uns. Das, ja. Irgendwann im Laufe der Zeit, ne, kann man das halt nicht mehr hinauszögern. Übrigens, unser neuer, besserer Ab- und Aufstieg. Ich habe keinen. Oh, ich habe nichts zu fressen mehr dabei. Verdammt. Muss doch mal wieder bald was holen gehen. Na? Jetzt müssten eigentlich bald mal alle runtergeflogen kommen. Na, Creeper, willst du nicht? Das war falsch. So, kommt mal alle runter jetzt hier. Ihr blockiert den Creeper, dankeschön, dass er mal zur Seite geht. Sehr schön, da kommt wieder mal ein bisschen was zusammen. Die Spinnen wollen dauernd nicht. Das gefällt mir nicht. Aber egal. Wobei, vielleicht klappt es ja jetzt, wenn wir die noch mal ein bisschen runterlocken. Aha. Und du willst nicht, okay. Alles klar, du willst nicht. Da kann man nichts machen. Da kann man einfach nichts machen, ne? So, was wollte ich jetzt eigentlich holen? Ich wollte. Ach ja, nochmal. Nochmal ein paar Laternen bauen und. Mauern mit und. Dinger mitbringen. So, dann kann das erstmal schon wieder mal hier weg. Einmal in die Mob-Drop-Kiste gehen. In die Mob-Drop-Kiste. Da kommt zum Beispiel das hier rein. Das kommt rein. Das hier auch. Pfeile. Ja, die 5 Stück. Den braucht man halt meine eigene Pfeilkiste, ne? Bald wird es echt ein bisschen viel. Das Knochenmehl, das kommt zum Speziellen wieder rein. Da, wo es hingehört. Ja, die Knochen. Genau, Knochen kommen auch wieder hier rein. Uno Momento, dann kommst du hier rein. Das, ja, genau, fressen, warte mal. Die Fresskiste ist. Haben wir denn noch? Wir haben keine von den. Haben wir denn wenigstens Grünzeug, dass wir uns Brot machen? Weißt du was? Ich brauche mal ganz kurz ein Crafting Table. Ich brauche einen Crafting Table. Weißt du was? Was? Na, nicht was, sondern was? Einfach bam. 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 Und bam. 64 Brot. Jetzt kann er wieder dahin kommen, der Crafting Table. Erstmal eine schöne Stulle in den Magen schmeißen. Den Bogen auch mal wieder weg. Das kommt alles da rein. Das Holz wollte ich eigentlich weglegen. Nicht mehr dabei haben. Jetzt, genau, Treppe. Treppen. Nicht Treppen. Ich wollte Dingsterbums und Bumsterdings. Ich wollte einmal die mitnehmen. Und dann einmal nochmal die mitnehmen. Ich habe die doch mit denen gebaut, oder? Ne, das sind normale Steinziegel, okay. Okay, okay. Das heißt, das ist falsch. Und ich brauche. Hallo? Hä? Sind die schon alle oder was? Jetzt, Jungs. Beziehungsweise einfach mal das noch mal mitnehmen für die Steinsäge, dass wir uns da schon noch ein paar draus bauen können. Ich war der Meinung, dass wir die noch da hatten in der Kiste, weißt du? Aber irgendwie war unser Lagerbestand. Ich müsste doch irgendwann mal so eine Art Inventur hier durchführen.
Dann kann man dann hier oben theoretisch noch so ein kleines Büro hinbauen, wo man dann die beschriebenen Bücher für die Inventur dann da hat, weißt du? Aber wie es weitergeht, erst beim nächsten Mal und bis dahin gehabt euch wohl und tschüss.